Weshalb? Weil sich dort der größte Schlaukopf von allen befindet. Es ist der Knotenpunkt des Rohrnetzes, der Kern des Apparats, sein Herz, der Nukleus des Meta. Naja, ihr versteht schon. Mhm. Fakt ist, das ist die fortschrittlichste wissenschaftliche Aufgabe, die jemals von irgendwem in Angriff genommen wurde. Und wir arbeiten daran. Ihr solltet stolz sein. Warum tut ihr das? Nun, ich... Ich weiß nicht recht. Weil wir es können? Weil es sonst niemand kann? Weil der Prophet es uns gesagt und uns die Werkzeuge dafür gegeben hat? Ihr wisst also nicht, wozu das Ganze dient. Genau. Ich schreibe die Anweisung. Ich bin der... Der Mann in der Mitte. Jemand sagt mir, was er braucht, und ich sage dem Apparat, wie er die Antwort berechnet. Das ist meine Arbeit. Wer weiß, wozu der Apparat dient? Die Sechs wahrscheinlich? Der Prophet ganz bestimmt. Die Abgesandte Sahia nehme ich an. Das liegt oberhalb meiner Gehaltsklasse. Natürlich tut es das. Ich wurde angestellt, damit ich Anweisungen für den Apparat schreibe und die Kugeln berechne, nicht damit ich Fragen stelle. Und auch nicht, damit ich eure beantworte mir. Ihr solltet wirklich gehen, bevor jemand kommt. Wir wären beide in furchtbaren Schwierigkeiten. Das bin ich so oder so schon. Gewöhnlich sehen sie ständig nach mir. Ich frage mich, warum sie noch nicht... Ich verstehe es immer noch nicht. Warum wurde all das hier gebaut, in Makuria? Warum nicht in Sadir? Wegen des Turms und dem, was darunter ist. Riesige Strudel der Meta-Energien. Moment, was? Meta? Ihr meint Magie? 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 Natürlich nicht Magie. Der Apparat ist das Gegenteil von Magie. Er ist der Gipfelpunkt all dessen, was Asadi in den letzten 100 Jahren angestrebt hat. Ein Ende von Chaos und Ungewissheit. Ein Ende von Aberglaube und Unvernunft. Ein Ende der Magie. Wenn der Apparat voll funktionstüchtig und die Programmierung abgeschlossen ist, brauchen wir weder Zauber noch Hexerei. Wir können alles erreichen, was wir wollen, mit Hilfe der Wissenschaft. Toll. Die Realität neu formen, die Gesetze des Kosmos umschreiben, Tod und Krankheit beseitigen, Armut und Krieg. Wissenschaftler werden die Welt führen, um die Menschheit besser zu machen. Was haben Träume damit zu tun? Das stimmt allerdings. Was ist mit den Träumen? Der Apparat wird von den Baustein der Realität gespeist. Ideen, Geschichten, Träumen. Magie ist den Systemen äußerst abträglich. Wisst ihr, Zauberei verursacht Chaos, bringt Ungewissheiten und Trugschlüsse in unsere Berechnung ein. Werden die Magischen also deswegen... Umgesiedelt? Sie dürfen nicht in der Nähe sein, während der Apparat rechnet. Aber sobald wir fertig sind... Ihr glaubt, es sei zu ihrem eigenen Schutz. Ja, natürlich. Ich meine, das wurde uns gesagt. Warum sollte man uns belügen? Weil es so ist. Es ist ganz einfach, der Apparat ist unvereinbar mit Magie. Und wir wollen nicht, dass irgendjemand verletzt wird. Also verletzt ihr einfach, Leute. Makuria ist kein Platz für Zauberei. Die Magischen sind in ihrer neuen Heimat besser aufgehoben. Sie werden in Gefangenenlager geschickt. Umerziehungslager? Ja, das stimmt, aber es ist nur vorübergehend. Die erste Station. Anschließend werden sie in ihre neue Heimat gebracht, wo... Glaubt ihr das wirklich? Was soll mit der Umerziehung der Magischen erreicht werden? Sollen sie vergessen, dass der Typ wirklich sind? So dumm ist? Nein, Ferdos. Das ist nicht die Wahrheit. Sie werden eingesperrt, getötet. Sie bekommen keine neue Heimat. Aber sie haben uns erzählt, sie haben gesagt, sie wären... Er ist doch nicht dumm. Sie haben versprochen, sie wären in Sicherheit und glücklich und das Licht beschütze sie. Deswegen schicken sie also alle Magischen aus Makuria fort? Wegen des Apparats? Ja, deswegen. Ich wusste das nicht. Es sind Kinder darunter. So ist es. Man hat uns belogen. Müsst ihr alle Magischen wegschaffen, bevor dieser Rechenapparat in Betrieb genommen wird? Er läuft bereits. Ich bin nicht... Solange die taumaturgische Interferenz unterhalb der zulässigen Schwelle für... Tut so, als wäre ich ein sehr kleines und möglicherweise sehr dummes Kind. Nein, sie müssen nicht alle Magischen loswerden. Nur genug von ihnen, damit unsere Berechnungen nicht gestört werden. Mit den Anweisungen für das Netz werden wir in ein paar Tagen fertig sein. Danach können sie den Hebel betätigen, wann immer sie wollen. Das ist der letzte Bestandteil des Apparats, der Turm. Er wird damit beginnen, sich aus den Träumen zu speisen und sie zu formen, die Welt zum Besseren zu verändern. Aha. Ja. Ich glaube, die offizielle Zeremonie soll in ein paar Tagen stattfinden. Die Abgesandte wird da sein, zusammen mit der Ersten und dem Propheten. Und bitte tötet mich nicht.
Ich werde euch nicht töten. Mhm. Aber was ihr hier tut, ist nicht der Wille der Göttin, Ferdows. Irgendetwas geht davor. Irgendjemand. Oh. Kian. Oh. Ich hatte so ein Gefühl, dass du es bist. Mir? Hami, bei der Göttin, was macht ihr hier? Wo sind eure Leute? Direkt da draußen. Sie können in Sekunden hier sein. Ihr, Techniker, wie ist euer Name? Ich habe ihn bedroht. Er hat keinen Anteil an dem hier. Ferdows, ich bin Ferdows. Ihr habt gelogen. Wie bitte? Ihr habt versprochen, sie wären in Sicherheit. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Geht, Ferdows. Das hat nichts mit euch zu tun. Denkt einfach daran, was ich euch gesagt habe. Genau. Ihr tut hier nicht das Werk der Göttin. Die Altstadt war eine Ablenkung. Wenn man wollte, dass es ein harter Kampf wird, dass meine Leute sterben. Er wollte, dass ich nicht an die Untersuchung denke. Kommandant Wehrmann und die Abgesandte haben mich belogen, was deinen Tod angeht. Weswegen? Weil ich eine Gefahr für sie bin. Mhm. Und das ist nicht das Einzige, bei dem sie euch belogen haben. Dieser Apparat... Du hast uns verraten. Du hast dich dem Feind angeschlossen. Um Sahir und Wehrmann aufzuhalten. Nicht um gegen unser Volk zu kämpfen. Nicht um gegen euch zu kämpfen. Schwester Sahir ist die Abgesandte. Kommandant Wehrmann ist dein vorgesetzter Offizier. Sie sind dein Volk. Und doch arbeiten sie gegen uns. Mir. Sie haben unser Volk hintergangen, unseren Glauben und... Du hättest zuerst zu mir kommen sollen, Apostel. Du hättest dich an mich wenden sollen. Es war zu spät. Stattdessen hast du mich beschämt. Du hast Mutter Utana beschämt, die Sechs, die Göttin, dein Volk. Als ich erfuhr, dass jemand beim Betreten dieses Hauses gesehen wurde, hatte ich so ein Gefühl, dass du es bist. Ich bin aus zwei Gründen allein hergekommen. Erstens aus Gefälligkeit der Mutter gegenüber. Es würde ihr erneut das Herz brechen, müsste sie hören, dass du in Unehre gestorben bist im Kampf gegen meine Wache. Und zweitens bist du der lebende Beweis dafür, dass Wehrmann mich belogen hat. Ich darf Wehrmann mein Blatt nicht zeigen, aber ich kann dich auch nicht gehen lassen. Du ergibst dich mir jetzt kampflos und wirst heute Nacht heimlich nach Sadir gebracht. Die Gerichte werden über dein Schicksal entscheiden. Vorerst, während ich diesen Schlamassel bereinige, wirst du unter falschem Namen eingesperrt. Niemand wird erfahren, dass du noch lebst. Wenn ich soweit bin, dem Kommandanten und der Abgesandten ihre Lügen nachzuweisen, offenbare ich, dass du in Wahrheit noch lebst. Und du wirst auf jedem Schritt des Weges kooperieren. Das kann ich nicht. Frag Sahir und Wehrmann nach den Magischen, nach den Lagern, danach, was sie mit denen... Ihr habt gelogen. Ihr habt uns belogen. Ihr habt uns erzählt, ihnen würde nichts angetan. Sie seien in Sicherheit. Es waren Kinder darunter. Weg von mir, Dummkopf. Geht! Geht, Kian! Lasst sie dafür bezahlen! Lasst das! Weg von mir! Dafür werdet ihr enthauptet! Wow, Ferdows. Das war ehrenhaft. Verdamme euch, Mann! Verschwindet von hier! Los! Und Bip hat das alles gesehen. Ich hab ihm doch gesagt, er soll drin bleiben. Hoffentlich war ich das. Und nicht eine der Wachen. Das wäre echt schlecht für Beb. Aber ich glaube, dass wir jetzt zu Zoe kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte es mir vorstellen. Obwohl, eigentlich fehlt ja noch was, genau. Ja? Mutter? Es ist der General. Er möchte mit euch sprechen. Schick ihn herein, Kind. Hami. Ist irgendetwas vorgefallen? Es geht um Kian. Er ist noch am Leben. Oh. Bei der Göttin. Die Göttin sei gepriesen. Woher wisst ihr das? Er ist in den Maschinenraum unten an den Grünanlagen eingedrungen. Beim Licht. Was hat er dort gemacht? Nun. Mit einem der Techniker gesprochen. Ferdows, einem jungen Mann aus den südlichen Provinzen. Kian sagte, nun, das ist nicht von Bedeutung. Er ist ein Verräter. Er hat sich dem Widerstand angeschlossen. Aber... Es ist, wie ich vermutet habe.
Vermin und die Abgesandte haben uns belogen. Gut, dass sie es herausgefunden haben. Grund? Das weiß ich nicht. Noch nicht. Und bis wir es wissen, können wir sie nicht zur Rede stellen, Mutter. Da habt ihr recht. Wir wissen nicht, wie fest sie den Turm im Griff haben. Falls sie erfahren, dass wir es wissen, wir müssen es unter Kontrolle halten, so gut wir können. Ja, das solltet ihr. Was ist mit Kian? War er... Sie ist so besorgt um uns. Er wirkte stark. Anders, aber stark. Er muss seine Gründe für das haben, was er tut, Hami. Kian würde Asadir oder seinen Glauben niemals verraten. Mag sein, aber genau das tut er. Ich habe ihm die ehrenwerte Wahl gelassen, aufzugeben und sich einem gerechten Verfahren zu stellen. Aber er floh wie ein Feigling, als der Techniker mich angriff. Angriff? Ich lasse es dem Mann nicht an. Kian hat seinen Verstand mit haltlosen Lügen vergiftet. Meine Leute haben ihn festgenommen. Hab ich das? Und ich habe ihn an einen sicheren Ort gebracht, wo er niemandem sagen kann, was er gesehen und gehört hat. Außerhalb von Vermins Reichweite. Das Ganze muss unter uns bleiben, sonst riskieren wir es, den Kommandanten und die Abgesandte Sahia zu alarmieren. So gerne ich Kian selbst jagen und mit dem Schwert richten würde, wir müssen Geduld haben. Vertrauen wir darauf, dass die Göttin unseren Weg erleuchtet, General, und uns zur Wahrheit bringt. Ich hoffe, dass sie das tut. Okay. Das ist, scheint zumindest so, als wären wir aktuell sicher. Ach, guck mal, da sind alle zusammen. Sprich mit den anderen. Kian, dem Gleichgewicht sei Dank, dass ihr zurück seid. Bib wurde... Sie haben ihn mitgenommen. Mitgenommen. Ach, verdammt. Ja. Beim Licht. Ich habe ihm doch gesagt, dass er weg soll. Sicher, dass es Bib war? Ach, ich wusste, dass das passieren würde. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen zu ihm gelangen, bevor... Das Wolkenschiff hat soeben abgelegt und ist schon unterwegs nach Gien. Es ist zu spät. Nein. Dann müssen wir hinterher. Oh ja. Und eure Mission hier aufgeben für das Leben eines einzelnen Kindes? Ist er die Mühe etwa nicht wert, weil er ein Magischer ist? Ihr hegt einen ungeheuren Groll. Wollt ihr wirklich, dass Kian Makuria verlässt und sein Leben riskiert, um einen einzelnen Jungen zu retten? Das dachte ich mir. Das kommt davon, wenn wir Asadi-Verbrecher am Leben lassen. Ach, hör schon auf. Das hatte keinen Einfluss darauf und das weißt du. Sie schicken alle Magischen fort. Ich weiß warum. Und ich weiß, wozu die Röhren dienen. Wirklich? Das ist euer Ernst? Ich erkläre es später. Jetzt müssen wir erstmal den Jungen retten. Nun, ihr werdet ihm nicht folgen. Das ist nicht eure Entscheidung, Anna. Können wir es uns wirklich leisten, noch mehr Leute zu verlieren? Ich meine, wir haben schon so viele verloren und Naane ist immer noch in Gewahrsam. Sie sollte tot sein. Gibt es in deiner Sprache überhaupt ein Wort für vergeben? Anscheinend nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich muss darüber nachdenken. Ich kann den Jungen nicht einfach im Stich lassen, aber hier können wir nicht bleiben. Die Asadi jagen mich. Der General weiß, dass ich noch lebe. Hami, wie ist das passiert? Habt ihr euch ihm genähert? Versucht ihr euch die Gunst eurer früheren Herren zu erschmeicheln? Oh Mann, Nico. Wie sollte ich das denn? Nein, ich versuche mir nicht, Gunst zu erhalten. Schluss damit, ihr beiden! Ihr seid wirklich schlimm und laut. Verschwinden wir von hier, bevor Ulvik Ärger bekommt, weil er einem Flüchtigen Unterschlupf gewährt. Die Hirtin wird bei der Sache auch ein Wörtchen mitreden wollen. Das ist noch nicht vorbei, Kian. Ach, nein. Sei still. Hino kann ganz schön laut werden, wenn sie es will. Nicht schlecht. Ha. Ja, es sind gerade sehr viele Sachen passiert hintereinander. Das ist gefährlich. Es wird schwierig. Wir müssen Bib retten. Er ist unschuldig. Er war dumm, aber er ist unschuldig. Ha.